Europapark Rust. Tausende von roten Kuttenträgern wollen einen Weltrekord aufstellen. Das größte Treffen von Weihnachtsmännern und Frauen. Aber dafür müssen gewisse Kriterien erfüllt werden. Weihnachtsmann ist schließlich nicht gleich Weihnachtsmann. Warte, Moment. Sie müssen mal kurz mitkommen zum Weihnachtsmann-Test. So, einmal läuten zur Begrüßung. Wir sind die Jury der Guinness Foundation. Wir gucken einfach nur, ob die Farbgestaltung stimmt. Ich sehe das doch von hier, dass es kein Weihnachtsmannrot ist. Das bitte ich mir vor. Gut, gut. Ja. Ja. Okay, optisch sind Sie leider durchgefallen, aber wir geben Ihnen die Möglichkeit, einen Test zu bestehen, damit Sie am Weltrekordversuch teilnehmen können. Kommen Sie bitte mal nach vorne. Setz dich bitte da auf den Hocker. Ja. Kinn an die Kante. Jurymitglied Isabelle ist ein besonders harter Hund. Es gibt eine internationale Bartlängennorm. Wenn Sie bitte das Kinn an die Kante legen. So, das ist schon mal eine Niete. 7-8 Zentimeter zu lang. Also schneiden. Kleine Probleme werden bei der Foundation sofort erledigt. Ja, das ist, glaube ich, noch besser. Sehr schön. Ja. Sehr schön. So, nochmal auf, so bekommt bitte. Der Weihnachtsmann etwas entschieden Zackiges. Okay. Ja. Okay, dann lassen Sie uns jetzt mal die Hygiene checken. Also ich darf mal ganz kurz. Die Bartschau fördert erschütternde Resultate zutage. Klarer Fall. Klarer Fall? Kannst du sehen? Also, mir fällt dazu nichts mehr ein. Einen Nikolaus. Schauen Sie mal drüben, ob Sie auch da einen. Ja, ich hab da wimmelt. Ich weiß es gar nicht, was das soll. Also, es tut mir leid. Sie kommen mit Kindern zusammen. Ich komme hier rein, werde dumm angemacht von Ihnen. Also, das habe ich echt nicht nötig. Sie haben ja nur eine Chance. Jetzt machen Sie den Bart wieder hin, wir desinfizieren. Also, Frau Schwertfeger, bleiben Sie doch einfach ein bisschen ruhiger. Ja? So. Desinfizieren. Okay. Aber auch für dieses Problem hat man beim Casting eine Sofortlösung parat. Die Kandidaten sind angesichts des schnellen Handelns einfach nur sprachlos. So, bleiben Sie bitte stehen. Desinfizieren. Muss desinfizieren. Bleiben Sie bloß stehen im Moment. Schön ruhig bleiben. Auf Wunsch gibt's eine kleine Extradosis gratis. So, ich sehe bei Ihnen noch ein Problem. Sie sind zu klein, Ihre Beine sind zu kurz. Und deshalb werden wir jetzt Ihre Schrittlänge messen. Zu kurz, habe ich mir gedacht. 30er? Ja. Sehen Sie, Ihre Beine sind 30 cm zu kurz. Und deshalb möchte ich Sie bitten, in diese Weihnachtsmann-Plateauschuhe zu schlüpfen. Das kriegen wir dann vielleicht noch hin. Im harmonischen Zusammenspiel mit den Beinkleidern ergibt sich eine besonders festliche Kombination. Na, das sieht doch schon viel besser aus. Jetzt singen Sie bitte noch ein Liedchen und dann gehen Sie dabei im Kreis. Stille Nacht. Zum Glück lenkt die Anmut der Bewegungen von leichten gesanglichen Defiziten ab. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur in Sommerszeit. O Tannenbaum, dein kleines Baby. Nena ist mit ihrer Band unterwegs. Besser gesagt, sie wäre gerne unterwegs, aber leider geht ihr gerade das Benzin aus. In diesem Verstehen Sie Spaßklassiker mischt die Sängerin das Tankstellengewerbe des Landes auf. Sie hat nämlich die Lösung für all unsere Energieprobleme. Ich will kein Benzin, ich brauche 10 Liter Wasser. Wofür? Zum Tanken, das zeige ich dir dann. Pass auf, ich habe eine Gießkanne. Kann ich mal die Gießkanne haben? Kannst du mir vielleicht 10 Liter Wasser, also ganz voll machen einfach? Ja? Okay, Moment. Super, danke. Sehr schön, pass auf, aber noch nicht reinfüllen. Jetzt muss hier erstmal so eine Benzintablette reinfüllen. Was ist denn? Riech mal. Lecker, wa? Pass auf, die löst sich jetzt auf und dann muss das aber auch sofort da rein. Siehst du? Zeig mal. Hast du noch nicht gesehen? Hab ich aus England mitgebracht, sind spitze die Dinger. Das sah mal aus. Musst du mal ausholen. Ich lasse dir ein paar da, weil die gibt's nicht mehr. Ja?
Was für 10 Liter Wasser? Mhm. Eine Tablette rein und hast du Benzin? 6 Tabletten, 3 Mark. Und davon hast du 60 Liter Benzin. Ist ja der Hammer. Gut, ne? Oh Mann. Leider kriegt man ihn in Deutschland nicht mehr. Ja, fährst du dann immer nach England, um die zu holen? Ja, aber jetzt auch nicht mehr. Ich habe mir einen Stapel mitgebracht. So, Achtung. Jetzt ist alles klar. Hilfst du mir? Was? Dann nimm mal. Hm? Kannst du es auch mit Schnee machen? Jetzt habe ich noch ein anderes Problem. Ich tanke nämlich weder super noch normal. Ich tanke mit Wasser. Wie? Und braucht, ja, ich brauche. Soll ich jetzt auf? Ja, ja, ich weiß. Vielen Dank. Ja? Ja. Jetzt brauchte ich, ich habe eine Gießkanne, ich brauchte 10 Liter Wasser. Wasser? Reines Wasser fahren Sie? Ja. Ich habe so Benzintabletten dabei. Kennen Sie das kennst nicht? Du? Na. Bloß ein Stück da vorne, dann war die Tankstelle frei. Ja, alles dann klar. Dann bloß auf die Kurven fahren. Ja? Gut, ich muss das nur noch ganz schnell. Ja? Ich versuch's mal schnell. Eine revolutionäre Idee. Aber nicht jeder ist auf Anhieb überzeugt. Pass auf, das ist so. Erstens kriege ich den Wagen nicht auf. Und zweitens brauche ich Wasser, weil das Auto tanke ich immer mit Wasser voll. Ja. Wie für Scheinbar schon da, oder? Nee, zum Tanken. Ich brauche 10 Liter Wasser, schmeiße eine Benzinpille rein und dann kann ich weiterfahren. Ja. Was? Glaubst du mir das? Ja, gestartet haben wir schon, der geht schon. Ja, ja. Das ist aber komisch, Benzin, wenn es nicht brennt. Schade, gibt es Brandebrille. Das Schloss, das kriegen wir wahrscheinlich auf, aber ich tanke mit Wasser und ich habe keine Kanne. Ich brauche 10 Liter Wasser. Was? Ich brauche Wasser. Aber doch nicht da rein, oder? Doch, ich habe so Benzinpillen, die schmeiße ich da rein, die muss man auflösen und dann. Nein, ehrlich. Nee, da haben sie einen Schmarrn erzählt. Ich erzähle Ihnen doch keinen Schmarrn. Na, freilich. Nee, warum denn? Ja, also 6 Stück kosten 3 Mark und da können Sie 60 Liter von machen. Das ist ja unser Tod, was Sie da machen. 60 Liter Benzin. Nee, was gehört denn? Und das jetzt für 10 Liter? 10 Liter. Ja. Ich sag also nicht normal und auch nicht super, ich brauche 10 Liter Wasser. Ist das möglich? Wasser brauchst du? Ja. Ich sehe Wasser. Ja, das ist der Tank, da kommt Wasser rein. Da schmeiße ich dann eine Benzinpille rein und dann kann ich weiterfahren. Wäre das möglich? Ja, da wird bloß hinterfahren, da in die Sinken. Ich kann leider nicht mehr fahren. Ich bin mit dem letzten Tropfen hierher gerollt. Ich kann jetzt leider nicht mehr vor und nicht zurück. Mit Benzin? Ich habe ja nichts mehr drin, deshalb bin ich ja hier. Ja. Ich brauche einfach nur eine Gießkanne voller Wasser. Ja? Ist das möglich? Ja, dass man eine Gießkanne voll rein tut. Ja. Nein, eine Gießkanne mit Wasser. Ja. Dann nehme ich meine Benzinpille, schmeiße die da rein und wir rühren um und dann kann ich weiterfahren. Kann man das in den Benzintank reinschütten? Was kostet eine? Eine kostet 3 Mark. Geben Sie mir mal eine. Ja? Ja? Im Skigebiet am Spitzingsee in den Bayerischen Alpen sind viele Skiasse unterwegs. Aber mit unserem Slalom-Spezialisten Klaus kann sich keiner messen. Nicht nur, wie er die Schwünge ansetzt, ist unnachahmlich. Auch beim Tanz zwischen den Stangen beweist er all sein Können. Und im Sturz zeigt sich endgültig seine ganze Größe. Hallo, können Sie mir helfen, bitte? Nicht vorbeifahren, bitte. Können Sie mir helfen? Hallo? Hallo? Bin hier Schuss runter gegen die blaue Stange und dann habe ich hier eingefädelt und ist hier rausgeschossen. Ich komme hier nicht mehr raus. Einfach ausziehen, weil die kann mich nicht mehr halten, richtig? Ich fall schon fast um die. Ja, ich komme gar nicht raus jetzt. Das ist Personenspannung. Ach so, was bitte. Das ist lieb von Ihnen. Die rasen hier vorbei. Und jetzt? Gut. Es geht so ab. Ich habe hier nochmal einen neuen Skianzug. So was haben wir schon seit 20 Jahren nicht mehr. Naja, das war ja auch seit 20 Jahren das erste Mal. Gut, was ist? Ich kaputt machen möchte. Gar nichts. Ah,
Klaus setzt weiter seine ganze Körperbeherrschung ein. Machen wir den da raus, können Sie mir den Stecker fallen lassen. Oh, oh. So. Hilfe! Ja, Sie hängen ja mit dem Dings auch drin. Ja, ich bin ganz durch. Bin hier Schuss runter, ja, wollte Slalom fahren und hab hier eingefädelt. Können Sie mich irgendwie befreien, das ausziehen oder hängen hier fest? Moment, ich muss selber erst mal überlegen. Wissen Sie, was das Allerbeste wäre? Das Allerbeste wäre, Sie gehen jetzt ungefähr noch einen halben Meter so und legen sich hin, dann kann man das rausziehen. Ist es ein Overall oder was? Ja, man kann das, das sind zwei Teile, weil die wären sehr dankbar. Aber das Beste wäre, glaube ich, Sie legen sich hin, dann kann man es rausziehen. Probieren Sie es doch erst mal so, weil mir ist schon so ein bisschen kalt. Und der geht dann, oh, danke, Sie sind lieb. Also, das geht, verstehen Sie, wie soll, das geht ja nicht raus. Schauen Sie. Das ist ja da drin, man muss es ja so seitlich raus. Ich bin da oben runter, ja, wollte hier Slalom fahren, bin gegen die blaue. Sie, Klaus, Sie müssen sich hinlegen, dass man das rauskriegt. So kriegt, und zwar seitlich. Dann helfen Sie mir vielleicht oben. Jetzt bin ich froh, dass jemand da ist. Hier ist irgendwo ein Reißverschluss hier, ne? Moment. Und den muss man so nach rechts irgendwo. Ja. Genau. Ah, können Sie es rüberziehen? Ja, Sekunde. So was hab ich gebraucht. Na, ich auch nicht. Ich bin gegen die blaue Stange und hab eingefädelt. So. Wunderbar. Wer ist den Pullover noch? Dann kommen wir langsam raus. Bei der Helferin handelt es sich übrigens um Fernsehmoderatorin Uschi Dämmrich von Luttitz. Ah, meine Mütze. Oh. Liegt es daran, dass er einer Frau gegenübersteht? Klaus lässt seine Muskeln spielen. Moment. Ah, die Mütze, meine Mütze. Oh, das ist ja an Kuriosität, den Mützen zu überwinden. Aber sehen Sie, die Stange bringt man ja trotzdem nicht weg. Die Stange bringen Sie ja trotzdem nicht weg. Doch, Sie können ja jetzt hier, wenn Sie da noch mal kurz ziehen, ich halte fest. Ja, dann stehen Sie jetzt nach. Ziehen Sie einfach noch mal runter, dann, weil das hat... Das, wo soll es denn hin? Das Problem ist, wo soll es hin? Sie, verstehen Sie, wenn Sie so gehen, kann man es wegziehen. Ziehen Sie runter, weil die, Sie können ja dann die Stange rausziehen, weil... Ja, wie soll ich es denn rausziehen? Das geht so nicht raus, glaubst du, weil die geht ja nur nach der anderen Richtung raus. Ziehen Sie ruhig noch mal ein Stück tiefer, dann geht's, glaube ich. Weil ich bin schon froh, dass die Spannung weg ist. Hat irrsinnig gedrückt. Können Sie bitte, können Sie also, bitte noch mal... Es ist mir doch sonnenklar, dass das eine versteckte Kamera ist. Okay. Schau Sie an, Schnurrbart. Denn die Kamera ist viel schöner. Okay. Herzlich willkommen in der Fernsehsendung, verstehen Sie Spaß. Ja, okay. Völlig absurd. Ehrlich war mir das ausgerechnet. Mir ist passiert, dass ich dann drauf reinfallen könnte. Wie heißen Sie? Ja, also ich bin auch vom Fernsehen. Insofern sage ich jetzt meinen Namen nicht. Sie sind Uschi, ne? Ja. Hallo Uschi, ich heiße Klaus. Die Uschi ist es. Die Uschi. Ist doch die Uschi. Mann, Uschi. Uschi, sag's doch gleich. Der Flugplatz Friedrichshafen hat heute prominenten Besuch, Yvonne Katterfeld. Auf die Sängerin wartet allerdings kein Flieger, sondern eine Sonderschicht im Flughafendienst. Der erste Weg führt sie in die Garderobe. Dort gibt's zunächst mal eine Perücke. Noch eine schmucke Uniform dazu und fertig ist die Frau vom Sicherheitsdienst. Guten Tag. Nein, nein, nicht hier. Wir gehen nach da hinten. Ach so. So, Ihren Koffer nehme ich mal mit. So, würden Sie sich bitte in das Viereck stellen, in das... So? Ja, bitte in die andere Richtung. Schauen Sie mich so. Mal an. Hier hin, umdrehen. Sehr schön, wunderbar. So, bitte die Arme um. Okay. Hm. Gut. So, alles in Ordnung. Bleiben Sie ruhig da stehen. Also? Ja. So, es gibt jetzt neue Aufkleber, das ist genauso wie mit den Gepäckstücken. Meine Güte, es ist ein Verschleiß hier an diesen Sicherheitsaufklebern. Da bin ich ja richtig abgestempelt. Da sind Sie richtig abgestempelt, aber da sind Sie nicht der Einzige.
Sicher ist sicher. Mal schauen, wo noch was frei ist. Diese blöden Aufkleber nicht abgehen. So. Wären wir dann auch fast fertig? Ja. Wenn Sie bitte noch mal den Kopf drehen. Alles klar. Alles klar. Das ist doch mal ein vorbildlicher Kopfschutz. So, dann bitte mal auf die Waage stellen. Ich werde Ihnen die gleich... Ja. So. Bitte mal draufstellen, das ist eine Sicherheitskontrolle. Und jetzt? Wir müssen auf 105 runterkommen. 105 ist eigentlich schon viel zu viel. Dann kommt ja noch Ihr Gepäck dazu, Ihr Handgepäck. Und es gibt natürlich gewisse Grenzen. Ja? Ja. Einfach mal... Ich hab noch nie gehört. Aber was sein muss, muss sein. Ja, so, oh, 105,2, na, das ist doch schon mal gut. Dann ziehen wir mal noch die Strümpfe aus. Strümpfe auch noch? Ja. Macht ja auch ein paar Gramm aus, nicht wahr? Okay. Wir nehmen Ihre Schuhe mit in den Gepäck und Sie kriegen Schuhe von uns. Echt? Ja. Und zwar sogar ganz gemütlich. Sie können sich sogar welche aussuchen. Und zwar haben wir die. So, jetzt nochmal drauf, oder wie? Jetzt nochmal drauf, ja. So, ich hoffe nicht, dass es zu schwer ist. Können Sie überhaupt noch sehen? 104,9? Ja, perfekt. Gut. Wunderbar. Bitte das T-Shirt auch noch aus. Leibesvisitation. Da kommt Freude auf. Oh je. Yeah. Ein Pfiff zu viel. Das bleibt nicht ohne Folgen. Okay. Wie kannst du sie leider genau noch ausziehen? Oh nee. Ich hab halt ohne was da. Du musst dich keine Gedanken machen, es ist alles abgedunkelt. Das ist extra. Seit 1. Januar gibt es da neue Sicherheitsvorkehrungen und leider wurden wir auch alle nicht drüber. Wir müssen uns da leider auch dran halten. Tja, ich denke mal, jetzt ist alles ordentlich gemacht. Bis hinter Sie. Zum Glück hat die Sicherheitskraft Verständnis für die Nöte der Fluggäste. So. Also ich würde Ihnen vorschlagen, jetzt erstmal diesen Bademantel anzuziehen. Wir nehmen jetzt Ihre Klamotten mit, die kommen jetzt in diese blaue Kiste, dann anschließend ins Gepäck, in den Flieger und Sie werden mit diesem Bademantel reingehen. Okay? Ich weiß nicht, wie für was soll das gut sein? Ich sage Ihnen, eine neue Sicherheitsvorkehrung. Aha. So, wunderbar. Sie sind nicht der Einzige, der so im Flugzeug erscheinen wird, es werden einige so aussehen. Und ja, gut, dann machen wir jetzt mal den Gesundheitscheck. Zunge rausstrecken, bitte. Ganz weit. Weit auf, bitte. Und A sagen. Ah. Das war ein eher stummes A. So, ich bitte Sie jetzt mal ganz tief einzuatmen. Und bitte zu husten. Bitte nochmal. Nochmal bitte. Nochmal bitte ganz kräftig husten. Das klingt aber gar nicht gut. Vielleicht ist in deiner Flug untauglich. Bitte? Fluguntauglich. Sie sind fluguntauglich. Okay. Tja. So, wenn ich jetzt 5 Kilo abnehme, dann brauche ich die ganze Prozedur nicht mitmachen, oder? Gut, wie wollen Sie? Ernst? Ja. Dann wär das Thema das durch. Das ist richtig, ja. So, und jetzt wünsche ich... Oh, nee, das mache ich jetzt nicht mit. Okay. Nein. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen wundervollen Flug. Nein, ich wünsche Ihnen einen tollen Aufenthalt. Bei Verstehen Sie Spaß. Uwe Seeler, er steht schon vor Spielbeginn im Mittelpunkt seiner Fans. Und auch Wolfgang Kleff gehört zu den Lieblingen hier im Fußballstadion von Oberkirch. Grüß Gott, liebe Zuschauer, zu unserer Übertragung eines Benefizspiels zwischen der Uwe Seeler Elf und der Baden Elf. Unser Augenmerk richtet sich vor allem auf den Torhüter Wolfgang Kleff, der früher bei Borussia Mönchengladbach und 6-mal für die deutsche Nationalelf im Tor stand. Und das sind die Stars in den grünen Trikots. Mit dabei so prominente Namen wie Hans-Peter Briegel, Bernd Förster, Buffy Edtmeier, Sigi Held, Bernd Hölzenbein oder Klaus Toppmöller. Wolfgang Kleff weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, was ihn in den ersten Spielminuten erwarten wird. Und auch das Publikum hat keine Ahnung, was da hinter den Kulissen ausgeheckt wurde. Der Schiedsrichter macht den Anfang. Ich darf bitte Ihre Schuhe kontrollieren. Bitte sind Sie so freundlich. Und andere Schuhe auch noch, bitte. Vielen Dank. Alles klar. Seine Verwunderung ist wohl angebracht, denn normalerweise werden die Schuhe der Torhüter nicht kontrolliert.
Bundesliga-Schiedsrichter Josef Fodab lässt sich aber auch von den aufgebrachten Zuschauern nicht beeindrucken. Und Kleff ist immer noch völlig irritiert. Dann geht's los. Anstoß durch Siegeheld, zurück in die eigenen Reihen und ein prompter Fehlpass von Reinhold Wosab, der aber völlig bewusst in die Beine des Gegners gespielt hat. Die Verteidigung total unentschlossen und die Baden-Elf hat hier leichtes Spiel gegen die Promi-Truppe von Uwe Seeler. Die Abwehr von Beginn an wie angewurzelt. Eine eher ungewöhnliche Situation für einen Torhüter, der seine Mannschaft schon nach den ersten 30 Sekunden nicht wiedererkennt. Eberhard Tonello, gefährlich nah am Tor, doch man lässt ihn einfach laufen und weiter ungedeckt. Kleff weiß nicht, wie ihm geschieht. Bernd Förster spielt wie ein müder Sack. Dann Buffy Ettmeier, sein Pass und Willi Neuberger lässt den Ball absichtlich ins Aus gehen. Ein neuer Angriff, Norbert Weißbrot und Kleffs Vorderleute schauen nur interessiert zu. Der Torhüter ist völlig unzufrieden mit seinem Verteidiger, mit Reinhold Wosab. Zweite Spielminute, immer noch 0:0. Dann dieser herrliche Pass von Weißbrot direkt auf den Kopf von Hans-Peter Briegel und der bringt den Ball ins eigene Tor. Absichtlich natürlich. Das schönste Eigentor der deutschen Fußballgeschichte, hier nochmals in der Wiederholung. Dem ahnungslosen Wolfgang Kleff blieb keine Chance. Und die Reaktion des genannten Torhüters ist entsprechend. Er hat ja noch alle Tassen im Schrank. Gegenseitige Beschimpfungen dann von Kleff und Briegel, der für uns fantastisch den Lockvogel spielt. Hey, Briegel! Hau da rein! Kleff wird zurückgepfiffen, Ordnung muss sein, auch wenn es sich nur um ein Freundschaftsspiel handelt. Gabor Zähler am Ball. In die Füße von Weißbrot, der hier schalten und walten kann, wie er will. Denn alle wissen ja, worum es geht. Nur der Torhüter nicht. Hans-Hermann Huber wird natürlich nicht angegangen. Und plötzlich ein Pfiff. 11 Meter sieht der Schiedsrichter ganz ohne Grund. Uwe Hertwig schießt absichtlich vorbei. Aber der Schiedsrichter besteht auf einer Wiederholung des Strafstoßes. Dieses Zeichen galt dem Unparteiischen, der jetzt Meister Kleff zu sich ruft. Meister Kleff, ein Ausdruck, den er ganz und gar nicht mag. Hier, Wiederholung, bitteschön. Hier, bitte. Meister Kleff, auf geht's, ist Tor. Hey, Meister, pass auf, Meister, bin nochmal Meister. Die Wiederholung. Und eine reife Leistung. 2:0 für die Baden-Elf. Für Wolfgang Kleff zeichnet sich eine bittere Niederlage ab. Ein neuer Ball, ein neuer Mann. Die Nummer 13 in der Mannschaft der Baden-Elf. Noch kann sich Kleff darauf keinen Reim machen. Ein traumhafter Pass und wieder Gefahr für Wolfgang Kleff. Denn völlig ungedeckt stürmt da die Nummer 13 auf das Tor zu, fällt über die eigenen Füße und schießt das 3:0. Alles klar, Wolfgang? Meine Nikolaus, schauen Sie mal drüben, ob Sie auch da ja, ich hab das wimmelt. Ich weiß es gar nicht, was das soll. Also es tut mir leid. Sie kommen mit Kindern zusammen. Ich komme hier rein, werde dumm angemacht von Ihnen. Also das habe ich echt nicht nötig. Sie haben ja nur eine Chance. Jetzt machen Sie den Bart wieder hin, wie das immer ist. Frau Schwertfeger, bleiben Sie doch einfach ein bisschen ruhiger. Ja? So. Desinfizieren. Okay. Aber auch für dieses Problem hat man beim Casting eine Sofortlösung parat. Die Kandidaten sind angesichts des schnellen Handelns einfach nur sprachlos. So, bleiben Sie bitte stehen. Desinfizieren. Desinfizieren. Bleiben Sie bloß stehen im Moment.
Schön ruhig bleiben. Auf Wunsch gibt's eine kleine Extradosis gratis. So, ich sehe bei Ihnen noch ein Problem. Sie sind zu klein, Ihre Beine sind zu kurz. Und deshalb werden wir jetzt Ihre Schrittlänge messen. Zu kurz, habe ich mir gedacht. 30er? Ja. Sehen Sie, Ihre Beine sind 30 cm zu kurz. Und deshalb möchte ich Sie bitten, in diese Weihnachtsmann-Plateauschuhe zu schlüpfen. Das kriegen wir dann vielleicht noch hin. Im harmonischen Zusammenspiel mit den Beinkleidern ergibt sich eine besonders festliche Kombination. Na, das sieht doch schon viel besser aus. Jetzt singen Sie bitte noch ein Liedchen und dann gehen Sie dabei im Kreis. Stille Nacht. Zum Glück lenkt die Anmut der Bewegungen von leichten gesanglichen Defiziten ab. Oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur in Sommerszeit. O Tannenbaum, dein kleines Baby. Ich kann jetzt leider nicht mehr vor und nicht zurück. Mit Benzin? Ich habe ja nichts mehr drin, deshalb bin ich ja hier. Ja. Ich brauche einfach nur eine Gießkanne voller Wasser. Ja? Ist das möglich? Ja, dass man Gießkanne voll hinein tut. Nein, eine Gießkanne mit Wasser. Ja. Dann nehme ich meine Benzinpille, schmeiß sie da rein und wir rühren um und dann kann ich weiterfahren. Kann man das in den Benzintank reinschütten? Was kostet eine? Eine kostet 3 Mark. Geben Sie mir mal eine. Ja? Im Skigebiet am Spitzingsee in den Bayerischen Alpen sind viele Skiasse unterwegs. Aber mit unserem Slalom-Spezialisten Klaus kann sich keiner messen. Nicht nur, wie er die Schwünge ansetzt, ist unnachahmlich. Auch beim Tanz zwischen den Stangen beweist er all sein Können. Und im Sturz zeigt sich endgültig seine ganze Größe. Hallo, können Sie mir helfen, bitte? Nicht vorbeifahren, bitte. Können Sie mir helfen? Hallo? Hallo? Bin hier Schuss runter gegen die blaue Stange und dann habe ich hier eingefädelt und ist hier rausgeschossen. Ich komme hier nicht mehr raus. Einfach ausziehen, weil ich kann mich nicht mehr halten, richtig? Ich fall schon fast um die... Ja, ich komme gar nicht raus jetzt. Das ist Personenspannung. Nena ist mit ihrer Band unterwegs. Besser gesagt, sie wäre gerne unterwegs, aber leider geht ihr gerade das Benzin aus. In diesem Verstehen Sie Spaß-Klassiker mischt die Sängerin das Tankstellengewerbe des Landes auf. Sie hat nämlich die Lösung für all unsere Energieprobleme. Ich will kein Benzin, ich brauche 10 Liter Wasser. Wofür? Zum Tanken, das zeige ich dir dann. Pass auf, ich habe eine Gießkanne. Kann ich meine Gießkanne haben? Kannst du mir vielleicht 10 Liter Wasser, also ganz voll machen einfach? Ja? Okay. Super, danke. Sehr schön, pass auf, aber noch nicht reinfüllen. Jetzt muss hier erstmal eine Benzintablette reinfüllen. Was ist das? Riech mal. Lecker, wa? Pass auf, die löst sich jetzt auf und dann muss das aber auch sofort da rein. Siehst du? Zeig mal. Hast du noch nicht gesehen? Hab ich aus England mitgebracht, sind spitze die Dinger. Schau mal. Musst du mal ausholen. Ich lasse dir ein paar da, weil die gibt's nicht mehr. Ja? Was für 10 Liter Wasser? Mhm. Eine Tablette rein und hast du Benzin? 6 Tabletten, 3 Mark. Und davon hast du 60 Liter Benzin. Ist ja der Hammer. Gut, ne? Oh Mann. Leider kriegt man die in Deutschland nicht mehr. Ja, fährst du dann immer nach England, um die zu holen? Ja, aber jetzt auch nicht mehr. Ich habe mir einen Stapel mitgebracht. So, Achtung. Jetzt ist alles klar. Hilfst du mir? Was? Dann nimm mal. Mhm. Kannst du es auch mit Schnee machen? Jetzt habe
nämlich noch ein anderes Problem. Ich tanke nämlich weder super noch normal. Ich tanke mit Wasser. Wie? Und du brauchst, ja, ich brauche... Soll ich jetzt auf? Ja, ja, ich... Europa-Park Rust. Tausende von roten Kuttenträgern wollen einen Weltrekord aufstellen. Das größte Treffen von Weihnachtsmännern und Frauen. Aber dafür müssen gewisse Kriterien erfüllt werden. Weihnachtsmann ist schließlich nicht gleich Weihnachtsmann. Warte, Moment. Sie müssen mal kurz mitkommen zum Weihnachtsmann-Test. So, einmal läuten zur Begrüßung. Wir sind die Jury der Guinness Foundation. Wir gucken einfach nur, ob die Farbgestaltung stimmt. Ich sehe das doch von hier, dass es kein Weihnachtsmannrot ist. Das ist ein bisschen höher vor. Mhm. Gut, gut. Ja. Ja. Okay, optisch sind Sie leider durchgefallen, aber wir geben Ihnen die Möglichkeit, einen Test zu bestehen, damit Sie am Weltrekordversuch teilnehmen können. Kommen Sie bitte mal nach vorne. Setz dich bitte da auf den Hocker. Ja. Kind an die Kante. Jurymitglied Isabelle ist ein besonders harter Hund. Es gibt eine internationale Bartlängennorm. Wenn Sie bitte das Kind an die Kante legen. So, das ist schon mal eine Niete. 7-8 Zentimeter zu lang. Also schneiden. Kleine Probleme werden bei der Foundation sofort erledigt. Ja, so ist, glaube ich, noch besser. Sehr schön. Ja. So, auf, so bekommt bitte. Der Weihnachtsmann etwas entschieden Zackiges. Okay, ja. Okay, dann lassen Sie uns jetzt mal die Hygiene checken. So, ich darf mal ganz kurz... Die Bartschau fördert erschütternde Resultate zutage. Ja, klarer Fall. Klarer Fall? Kannst klarer du sehen? Also, mir fällt dazu nichts mehr ein. Oh, was, vielen Dank. Ja, jetzt brauchte ich, habe eine Gießkanne, ich brauchte 10 Liter Wasser. Wasser? Reines ja. Wasser fahren Sie? Ja. Ich habe so Benzintabletten dabei. Kennen Sie erkennst das nicht? Du? Na. Bloß ein Stück da vorne, dann war die Tankstelle frei. Ja, alles klar. Dann bloß auf die Kurven fahren. Ja? Gut, ich muss das nur noch ganz schnell... Ja? Ich versuch's mal schnell. Eine revolutionäre Idee. Aber nicht jeder ist auf Anhieb überzeugt. Pass auf, das ist so. Erstens kriege ich den Wagen nicht auf. Und zweitens brauche ich Wasser, weil das Auto tanke ich immer mit Wasser voll. Ja. Wie für Scheinwerferanlage, oder? Nee, zum Tanken. Ich brauche 10 Liter Wasser, schmeiße eine Benzinpille rein und dann kann ich weiterfahren. Ja. Was? Glaubst du mir das? Ja, gestartet haben wir schon, nicht geht schon. Ja, ja. Das ist aber komisch, Benzin, wenn es nicht brennt. Schade, gibt es Rastepille. Das Schloss, das kriegen wir wahrscheinlich auf, aber ich tanke mit Wasser und ich habe keine Kanne. Ich brauche 10 Liter Wasser. Was? Ich brauche Wasser. Aber doch nicht da rein, oder? Doch, ich habe so Benzinpillen, die schmeiße ich da rein, die muss man auflösen und dann... Schmarrn. Nein, ehrlich. Nee, da haben Sie einen Schmarrn erzählt. Ich erzähle Ihnen doch keinen Schmarrn. Na, freilich. Nee, warum denn? Ja, also 6 Stück kosten 3 Mark und da können Sie 60 Liter von machen. Das ist ja unser Tod, was Sie da machen. 60 Liter Benzin. Nee, was gehört denn? Und das jetzt für 10 Liter? 10 Liter. Ja. Ich sag also nicht normal und auch nicht super, ich brauche 10 Liter Wasser. Ist das möglich? Wasser brauchst du? Ja. Ist das Wasser? Ja, das ist der Tank, da kommt Wasser rein. Da schmeiße ich dann eine Benzinpille rein und dann kann ich weiterfahren. Wäre das möglich? Ja, da wird bloß hinterfahren, da in die Dinge. Ich kann leider nicht mehr fahren. Ich bin mit dem letzten Tropfen hierher gerollt.